Hans Bender hat ein spezielles Hobby. Der 66-Jährige ist Pilzexperte. Der Ruheständler war einst Busfahrer der NVV und kennt sich mit den kleinen Waldgewächsen schon seit über 30 Jahren bestens aus. Heute macht er wie fast jeden Tag einen Ausflug in die Natur. Im Volksgarten gibt es für den Pilzsachverständigen das ganze Jahr über Spannendes zu entdecken. Er braucht festes Schuhwerk, denn sein Weg verläuft natürlich querfeldein. Wenige Augenblicke später hat er bereits die ersten Pilze gefunden. Ah, super. Da lacht das Herz, wa? Man spricht davon, man entwickelt dann so ein sogenanntes Pilzauge, wie andere für Tiere. Man kennt die und dann hügt man sich ja schon gar nicht mehr. Ne? Man sucht ja immer das Neue, was man noch nicht gefunden hat, um wieder eine neue Art im Volksgarten habhaft zu werden. Dies ist sein neuer Pilz aus der Familie der Ascomyceten. Das erste Mal gefunden von Hans Bender. Insgesamt 4 bis dato unbeschriebene Pilzarten konnte er schon im Volksgarten finden. Die besondere Artenfülle hier sind bei Pilzfreunden über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Auch heute gibt es interessante Funde. Ab ins Filmdöschen für die genaue Bestimmung zu Hause. Ja, man kann mit der Lupe kann man die Adern super erkennen. Im Augenblick liegt die Anzahl der unterschiedlichen Pilzarten im Stadtgebiet bei rund 1600 Stück. 1281 davon alleine im Volksgarten. Man muss nur die Augen offen halten und die Pilze nicht mit Herbstblättern verwechseln. Wenn ich Dias gezeigt habe auf Seminaren, dann hieß es schon, ja toll, seltenes Teil, wo wächst sowas? Ja, hörst du anderen schon sagen, bestimmt wieder im Volksgarten. So war das auch. Ich sage, jo, das Ding, das wächst im Volksgarten und der ist super. Für die ausführliche Dokumentation der Pilze hat Hans Bender immer seine Kamera mit Makroobjektiv dabei. Die Belichtungszeit ist sehr lang eingestellt, deswegen braucht er auch ein kleines Stativ für seine Fotografien. Das ist manchmal so, dass man da hockt und die sehen gar nichts, weil ich fotografiere. Weil die Pilze so klein sind, dass sie ja nicht erkennen. Ja, super. Der Pilzfan erhält auch Anrufe von Kliniken und der Polizei, wenn sich jemand vergiftet hat. Dieses Jahr gingen schon 5 Anrufe ein. Alle Fälle waren zum Glück harmlos. Wieder zu Hause angekommen, werden die Pilzfunde erstmal begutachtet. Hans Bender ist zufrieden mit seiner Ausbeute. Am heimischen Mikroskop hat er auch die Möglichkeit, Vergrößerungsaufnahmen zu machen. Wenn er etwas Neues entdeckt, stellt er die Fotos direkt auf seine Internetseite benderbiotop.de. Wenn der Pilz besonders selten und interessant ist, hat er das Zeug dazu, Pilz der Woche zu werden. Bei einigen Pilzarten können Stunden oder sogar Tage vergehen, um sie zu bestimmen. Der Pilzkenner weiß, was er für sein Hobby am meisten braucht, vor allem viel Zeit und Geduld.